Nach zweiwöchiger Spiel- und Erholungspause empfing der HC Empor Rostock am Mittwochabend den TV Großwaldstadt am 32. Spieltag in der Stadthalle. Die Rostocker sind nach einer guten Hinrunde bereit für den Saisonendspurt. Hallo und herzlich willkommen hier aus der Stadthalle in Rostock. Der HC Empor empfängt heute den TV Großwaldstadt. Ja, die Rostocker haben leider die letzten 9 Spiele in Folge verloren und wollen heute natürlich 2 wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen. Die Großwaldstädter dagegen stehen einen Platz vor dem Abstieg und sind natürlich gewillt, hier 2 Punkte mit nach Hause zu nehmen und den Hinspielsieg zu wiederholen. Schauen wir mal, was passiert. Wir sehen uns gleich wieder. Das Spiel war von Anfang an sehr torreich. Eine gut gefüllte Stadthalle und ausgelassene Stimmung beim Hallenmoderator sorgten für einen Sturm auf beide Tore. Nach 7,5 Minuten zog der Großwaldstädter Trainer schon die erste Timeout-Karte. Bei ihm handelt es sich um einen alten Bekannten aus Rostocker Sicht. Kein geringerer als Mike Hanschke, ehemaliger Nationalspieler und, wie gesagt, Trainer beim HC Empor Rostock, zieht nun die Fäden bei den Großwaldstädtern. Im Angriff lief es für die Rostocker weiterhin sehr erfreulich. Die Rostocker Akteure Wilhelm und Otzen setzten den bunten Torreigen auf das gegnerische Tor fort. Abwehrfehler wurden durch einen bärenstark haltenden Torhüter Robert Wetzel zunichte gemacht und erhielt mit seinen Paraden die Rostocker allein durch 2 gehaltene 7 Meter in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel. Die Rostocker konnten dadurch ihre Führung bis zum Halbzeitpfiff weiter ausbauen. So, der HC Empor führt zur Halbzeit mit genau 4 Toren und zeigt damit eindrucksvoll, dass man hier heute die 2 Punkte auch zu Hause behalten möchte. Wir schauen mal, was passiert, weil der HC Empor hat natürlich den Grundstein gelegt in der Hinsaison, dass man gut dasteht, aber braucht jetzt zwingend die 2 Punkte. Die Lizenz für die kommende Saison ist schon da und jetzt wollen wir mal sehen, was in der zweiten Halbzeit passiert. Bis gleich. In der zweiten Halbzeit zogen die Rostocker auf 6 Tore Vorsprung den Großwaldstädtern davon. Die Außen Witte und Schmidt wurden vermehrt erfolgreich in das Spiel eingebunden. Allerdings klappte es in der Abwehr nicht so recht. Der zwischenzeitlich eingewechselte Leon Mehler parierte ein ums andere Mal und konnte so die Fehler der schwächelnden Abwehr der Rostocker ausgleichen. Die vom Abstieg bedrohten Gäste schnupperten ab der 53. Minute am Ausgleich. Doch mit viel Kampf, Energie und Spielfreude ließen sich die Rostocker diesen Sieg nicht mehr nehmen. Ein sichtlich erleichterter Trainer fasste das Spiel seiner Mannschaft so zusammen. Till, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Es hat lange gedauert. Gib mir mal ein kurzes Fazit. Was sagst du als Trainer heute zum Spiel der Jungs? Ja, ich bin unglaublich stolz, freue mich, dass wir so ein super Spiel gemacht haben. Die Mannschaft hat eigentlich die letzten 3-4 Wochen schon super stark trainiert. Dann hatten wir immer wieder Rückschläge von Corona und Verletzungen, die dann das in den letzten 2-3 Spielen noch nicht so zeigen konnten. Davor ging ja gar nichts aufgrund der ganzen Ausfälle. Aber so wie die Mannschaft trainiert hat, war eigentlich die ganze Zeit klar, dass wir, wenn wir irgendwann wieder ansatzweise mit unserem Kader spielen können, auch gewinnen werden. Das wussten wir alle und deswegen bin ich sehr froh, dass es heute geklappt hat. Der HC Empor beendet endlich die Negativserie und holt 2 wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der zweiten Handball-Bundesliga. TV Rostock wünscht weiterhin viel Erfolg. Ja, knapp 3000 Zuschauer haben heute hier einen 38:36 Sieg der Rostocker mitbekommen. 73 Tore in so einem Spiel, das freut sich jeder Handballfan. Wir sind gespannt, was die nächsten Wochen passiert. 6 Spieler hat der HC Empor noch, um den Klassenerhalt zu sichern. Und wir sehen uns bald wieder. Bleiben Sie gesund. Ahoi, Ihre Anita.